ein kurzes Video in eigener Sache. Wenn ihr mich unterstützen wollt, folgt mir doch gerne auf Instagram, auf TikTok, auf Twitch. Links dazu in der Videobeschreibung oder in der Kanalinfo. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mich unterstützt und aktiv seid, denn auf TikTok, Instagram gibt es immer die neuesten Informationen zu meinem Leben, natürlich. Auch zu Spielen, die ich spiele, zu Maps von Fortnite und. Auf Twitch natürlich streame ich diverse Spiele. Diese Infos dazu findet man bei mir auch immer auf TikTok und auf Instagram. Und ja, es wäre schön, wenn ihr mich dabei unterstützt und überall gerne mal ein Follow da lasst. Kostet euch natürlich überhaupt nichts. Wenn euch meine YouTube-Videos gefallen, lasst natürlich auch da gerne immer einen Daumen nach oben da und zeigt es mir, dass sie euch gefallen, dass ihr mehr davon wollt. Schreibt mir auch gerne Kommentare, ich gehe auf jeden Kommentar ein. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mit dem Video. Heute spielen wir wieder eine Deathrun Map und zwar plus 100 Level Red Parkour. Es wird angegeben, dass es XP für den Season Pass gibt. Wir werden uns anschauen, wie hoch die XP sind, ob es sich rendiert, die Map mehrfach zu spielen oder nicht. Bei 100 Leveln müsste die Map auch schnell durch sein. Wir werden uns anschauen, wie abwechslungsreich die Level sind, ob sie sich wiederholen, ja, nein, ob es Secrets gibt. Ansonsten werden wir uns anschauen, ob es am Ende Bonus XP gibt. Das machen ja viele Creator, die stellen da noch so ein schönes Bonus XP Teil ein. Und yo, Mapcode wie immer in der Videobeschreibung und ich würde sagen, Lobby, ja gut, aber ich will nicht lang schnacken, ich werde das Spiel jetzt starten und wir werden uns die Map anschauen. So, 100 Level Parkour, Map kenne ich überhaupt nicht und es gibt Pro Checkpoint XP. Das wären dann auf 100 Level gerechnet 5000 EP. Warum es hier runter geht, keine Ahnung. Jetzt gibt es sogar ein paar XP mehr. Also könnte man so mit 6.000, 7.000, sage ich jetzt mal, rechnen. Bei einer Stunde Spielzeit gibt es nochmal mega viel XP. Sorry, aber bei 100 Leveln hat man die Map doch innerhalb von 20 Minuten durch. Da sollte man eventuell das nochmal überdenken mit der Zeit. Vor allem Impossible Challenge in Level 108. Ich habe jetzt mal eine Frage. Ab welcher Zahl hast du angefangen? Ab Level 100? Weil 108, so viele Level haben wir gar nicht gespielt und ich kenne die Map tatsächlich nicht. Ich weiß nicht, wie der Aufbau ist und so weiter. Oh, schaut mal an, ein Secret. Für die Secrets gibt es auch nochmal EP. Nice, und die sind angezeigt. Da werden wir dann ungefähr schon mal, ich sag mal, es gibt 6000 pro Durchspielen. 1000 pro Secret. Ich weiß nicht, wie viele Secrets es tatsächlich gibt. Sag ich mal, ungefähr 5 Secrets bei 100 Leveln. Das sind dann... Sind wir bei 10.000 EP. Hier unten ist wieder ein Secret. Ja, ich sag mal so, vielleicht 15.000 EP bekommt man eventuell auf der Map. Also es lohnt sich tatsächlich dann nicht, die Map mehrfach zu spielen, weil 15.000, das ist in meinen Augen ein Witz. Ich bin andere Maps gewohnt, wo es mehr XP gibt. Und hier kann man auch noch Coins eintauschen. Wie viel haben wir denn? 128. Ich würde sagen, wir sammeln bis auf 280 Coins. Und dann schauen wir mal, was die Coins so ergeben. Hier ist wieder ein Secret angezeigt. Das ist richtig entspannt und nice.
Mich würde mal interessieren, was es allgemein bei dem XP-Automaten dort gibt. Also bei jedem Einzelnen. Sorry, musste sein, für die Eisschuhe loswerden. Ob es denn auch rendiert, die kleinere Version der XP-Maschine zu nutzen oder nicht. Vielleicht findet man das ja am Ende raus. Vielleicht haben wir so viele Coins am Ende, dass wir alle drei Maschinen einmal auswählen können. So, hier war wieder ein verstecktes Secret. Das finde ich richtig nice, dass die angezeigt werden, wo die sind. Eigentlich heißt ja Secret, dass man es selber suchen soll, aber ich sag mal so, wenn ich die Map spiele, ich will nicht noch die Augen offen halten und nach Secrets gucken. Ich will die Map dann einfach spielen und genießen. Und deswegen feiere ich das, dass das hier halt gezeigt wird. So, bis jetzt, also leveltechnisch sowas, hier hat man jetzt schon alle Male, das wiederholt sich alles. Ist gefühlt in meinen Augen dann wieder langweilig. So, nächstes Secret. Gab sogar mehr XP gerade als nur 1000. Also ja, man kommt so auf 15... Ich spinne jetzt mal rum, 20.000 EP. Ohne die XP-Automaten jetzt mit einberechnet, weil ich nicht weiß, wie viel es da gibt. Wie viel haben wir? Uns fehlen noch 8 Coins. Oh Mann. Mal gespannt, ob nochmal so ein Automat kommt. Ich hoffe es. Wäre Abfuck, wenn das jetzt die letzten gewesen wären. Weil dann würde man nie auf die 280 Coins kommen. Aber ich muss sagen, die Map gefällt mir bisher, denn sie ist einfach tatsächlich. Auch wenn sich aktuell schon viele Level wiederholt haben, aber was soll ich sagen? Sie ist trotzdem abwechslungsreich. Da hinten ist ein verstecktes Secret, das snacken wir uns. So. Die lösen sehr spät aus, die Fallen. Wir haben auf jeden Fall schon mal genug XP für ein Level Up gesammelt. Das ist sehr nice. Das freut mich immer wieder. Wow. So, ich würde mir wünschen, dass jetzt nochmal so ein Automat kommt. Wieso war mir das klar, dass da eine Falle ist? Okay, da gab es einen kleinen Save Point. Das ist nice. Also ja, die Map ist wirklich einfach. Da hinten sehe ich schon wieder ein verstecktes Secret. So, und jetzt gucken wir uns mal an. Es gibt 6000 EP. Nice, nice. Und bei Small gibt es 2000. Da wird es hier bestimmt 4000 geben. Also, doch, es lohnt sich tatsächlich. Man kassiert hier doch gut XP. Und wir sind tatsächlich auch schon durch. Oh Gott. Und am Ende immer sowas gefällt mir überhaupt nicht. Genau deswegen. Ich brauche erstmal einen Schluck Kaffee. Tut mir leid. Und das verstehe ich nicht. Ich habe Spielzeit auf der Map 7 Minuten. Ne? Soll ich jetzt noch eine komplette Stunde, komplette 53 Minuten rumstehen und nichts tun? Das ist ja für mich sinnlos. Also da müsste man eventuell die Zeit... Jetzt lass mich doch mal durch! Müsste man die Zeiten nochmal überdenken von der Spielzeit her. Also lieber Map Creator, wenn du das siehst, bitte einmal die Zeit runterstellen, wo es die Bonus-XP gibt. Och, leck mich!
Denn 60 Minuten hält man auf dieser Map einfach nicht aus. Sag mal, habe ich hier irgendwas übersehen? Kann man hier irgendwie... Was soll denn das? Warum? Jedes Mal. Aber jetzt. Ja, wir sind durch. So, play again. Es gibt beim Durchlaufen tatsächlich keine Bonus-XP. Das hätte ich mir noch gewünscht. Das ist sehr, sehr schade. Wir könnten die Map tatsächlich jetzt nochmal spielen. Wir haben 400 Coins. Okay, Moment. Sorry, aber ich will nochmal zu so einem Automat, ne? Die würde ich gerne doch noch einlösen, die Coins. Abwechslungsreich, naja. Also es gab tatsächlich das ein oder andere Level, das sich wiederholt hat. Ansonsten farmfroh ist die Map nicht. Hallo, lässt du mich mal hoch? Ach, come on. Farmfroh ist die Map nicht. Sie ist schlicht und ergreifend rot. Das sagt auch der Name der Map. Und ich feiere es, dass die Secrets tatsächlich angezeigt werden. Ich feiere, dass es Bonus XP für die Secrets gibt. Und das mit den Automaten tatsächlich. Das feiere ich auch. Dass man Coins farmen und gegen XP eintauschen kann, auch wenn ich gerade eben keinen dieser Automaten finde. Wenn ihr wollt, dass ich mal eure eigenen Maps spiele, schreibt mir doch einfach mal eure Map-Codes in die Videokommentare. Und dann werde ich die tatsächlich spielen. So, ich würde sagen, erst nochmal hier. 7000 gab es jetzt auf einmal. Nochmal 7000. Sage mal, ich ver... Ich verliere gar keine Münzen. Aber ich kriege auch keine EP mehr. So, gucken wir mal hier rein. Hier gibt es nochmal 6000. Nochmal 6000. Das ist ein interessanter Glitch. Und ich verliere einfach keine Coins. Ich kann mir jetzt hier noch ein Level abkaufen in dem Sinne. Ich gucke jetzt mal nicht ins Menü. Ah, okay, er ist vorbei. Yo. Okay, so kann man sich tatsächlich auch seine Level verdienen. Yo. Also, ich habe alles gesagt, was es zur Map zu sagen gibt. Mapcode in der Videobeschreibung. Und ansonsten bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich euch noch einen wunderschönen Tag wünsche.